Was ich ja richtig schick finde, ist dieser Unterfahrschutz, also dieser ganz dezente Rambock. Sehr schön. Ja, das Fahrzeug hat ein Aufstelldach mit Schlafgelegenheit. Ja, von außen typisch mit Strom, Heizungsauslass und Toilette. Ja, sehr schöne große Staufläche. Hier ist der, denke ich mal, der Gaskasten. Ja, sind so zwei Gasflaschen drin. Ist also eine Gasheizung verbaut. Ja, die Polster an der wichtigen Stelle mit Lattenrost. Sehr großes Bett und auch ein Raumkonzept, was sehr luftig ist. Unten die Lampen zum Verstellen, kann man vielleicht auch noch mal eine nachkaufen oder von rechts nach links bauen, die kleinen Lämpchen, Staukasten, Seitenfenster, Heckfenster. Ja, hier unten ist die Kurbel und natürlich kann man dieses Brett herausnehmen, um jetzt eine sehr tiefe Ladefläche zu haben für lange Dinger und auch so ein Skifach. Ja, hier sind die Knöpfe, um die Stufe ein- und auszufahren, Ambient Light anzumachen. Das ist jetzt auch eine breite Stufe, also breiter als ich sie zumindest habe. Ja, dann haben wir hier den Kühlschrank von Dometic. Natürlich zweiflügelig. Ja. Also dieser zweiflügelige Kühlschrank ist echt eine geile Erfindung. Also wenn man hier drin sitzt, eine super, ja, wie sagt man, angenehme Atmosphäre. Sehr wohnlich. Schöner Stoff. So eine Stoff-Leder-Kombination. Ja, relativ schmaler Tisch, aber den kann man natürlich hier auch noch ausklappen. Und ein sehr dickes Rückenpolster. Ich denke mal, das ist ganz bequem. Ja, dann haben wir halt die Küche, zweiflammigen Gasherd und die Spüle. Hier oben haben wir noch eine Ablagefläche und eine Kederleiste, um noch Dinge da anzubringen. Haben wir Licht und das Bedienpanel mit Truma Heizungssteuerung. Dann haben wir hier noch eine Schublade für Besteck und noch ein Schränkchen und hier denke ich, haben wir noch einen Apothekerschrank. Ach nee, nur so eine, ja, das ist der Kleiderschrank. Ja, dann sind wir im Badezimmer. Auch sehr schön. Relativ groß. Ja, schönes Waschbecken. Noch Unterschränke. Dann haben wir hier noch ein paar Ablagefächer. Und hier auch noch mal ein bisschen Staufach.
Aufnahme für die Dusche und hier ein Handtuchhalter. Ja, die Tür ist hier so ein Schiebeelement. Dann haben wir hier um die Ecke noch einen Spiegel. Und da haben wir den Duschvorhang versteckt. Was ich ganz schön finde, dann stört er nicht so beim Pipi machen oder wenn man sich mal hier die Hände wäscht oder so. Ja, dann haben wir oben dieses Klappdach mit Liegefläche. Wichtig finde ich immer, dass man das Dach nicht aufmachen muss, um hier zu stehen. Ne? Ja, hier mal den Blick ins Cockpit. Also wie gesagt, sehr wohnlich. Ich glaube, hier fühlt man sich sofort von den Materialien sofort gefangen. Ja, also ein 4x4 Fahrzeug mit 3,5 Tonnen. Das ist ja relativ selten. Ja, hat einen 90 Liter Dieseltank. Und ein sehr großes Bett. Super schöne Felgen. Also ich finde ein Fahrzeug, man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Preis habe ich nicht rausgefunden. Ist auch keiner da, der ein Fahrzeug vorstellen könnte. Wahrscheinlich gerade beim Vortrag. Ja, ist natürlich höher gelegt. Ja, gefällt mir ganz gut. Das war's vom Campeo. Ein Van von Bürstner.